zum Thema Ärger mit Mitmenschen. Wenn wir uns über andere Mitmenschen in unangemessener Weise ärgern, besteht die Gefahr, dass wir auch wichtige Beziehungen, also für uns wichtige Beziehungen, belasten oder diese sogar zerstören, wenn wir nicht lernen, ehrlich und bewusst mit unserem Ärger umzugehen. Auch in Beziehungen kracht und knirscht es ab und an und wir sind wütend oder enttäuscht oder verletzt. Wichtig ist, dass wir uns dann nicht verletzt abwenden, sondern dass wir versuchen, gemeinsam zu lösen. Menschen, zu denen wir in einer liebevollen Beziehung stehen, das bringt eben auch mit sich, dass, zusammengefasst kann ich sagen, Nähe kann nur entstehen, wenn wir unsere Gefühle offen zeigen und der andere ebenso oder die andere. Dazu gehört eben auch unsere Ärger oder unsere Enttäuschung, die wir empfinden. Wir sollten direkt, ehrlich und mit dem Wunsch nach einer gemeinsamen Klärung vorgehen bei Konfliktlösungsgesprächen. Genauso ist es, wenn wir mit dem Ärger unserer engeren Umgebung konfrontiert werden. Oft ist durch direkte, ehrliche Gespräche eine baldige Lösung möglich. Zum Thema Ärger mit Mitmenschen. Wenn wir uns über andere Mitmenschen in unangemessener Weise ärgern, besteht die Gefahr, dass wir auch wichtige Beziehungen, also für uns wichtige Beziehungen, belasten oder diese sogar zerstören, wenn wir nicht lernen, ehrlich und bewusst mit unserem Ärger umzugehen. Auch in Beziehungen kracht und knirscht es ab und an und wir sind wütend oder enttäuscht oder verletzt. Wichtig ist, dass wir uns dann nicht verletzt abwenden, sondern dass wir versuchen, gemeinsam zu lösen. Menschen, zu denen wir in einer liebevollen Beziehung stehen, das bringt eben auch mit sich, dass, zusammengefasst kann ich sagen, Nähe kann nur entstehen, wenn wir unsere Gefühle offen zeigen und der andere ebenso oder die andere. Dazu gehört eben auch unsere Ärger oder unsere Enttäuschung, die wir empfinden. Wir sollten direkt, ehrlich und mit dem Wunsch nach einer gemeinsamen Klärung vorgehen bei Konfliktlösungsgesprächen. Genauso ist es, wenn wir mit dem Ärger unserer engeren Umgebung konfrontiert werden. Oft ist durch direkte, ehrliche Gespräche eine baldige Lösung möglich. Zum Thema Ärger mit Mitmenschen. Wenn wir uns über andere Mitmenschen in unangemessener Weise ärgern, besteht die Gefahr, dass wir auch wichtige Beziehungen, also für uns wichtige Beziehungen, belasten oder diese sogar zerstören, wenn wir nicht lernen, ehrlich und bewusst mit unserem Ärger umzugehen. Auch in Beziehungen kracht und knirscht es ab und an und wir sind wütend oder enttäuscht oder verletzt. Wichtig ist, dass wir uns dann nicht verletzt abwenden, sondern dass wir versuchen, gemeinsam zu lösen. Menschen,